Hallo, hier ist Liha 2004. Auf diesem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Fußball. Wenn du dich genauso brennend für das Thema interessierst wie ich mich, dann abonniere am besten diesen Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Videos zu verpassen. Heute habe ich mal wieder ein Video für die Playlist Fußball-Business. Ich habe mich schon immer gewundert, warum gefühlt jeder Trainer beim FC Bayern München richtig gute Leistungen liefern kann, während das bei Trainern von Borussia Dortmund nicht immer so der Fall ist. Beides sind sehr erfolgreiche Vereine, die renommierte Trainer engagieren, die sich die Vereine auch selber aussuchen können. Peter Bosch zum Beispiel ist bei Borussia Dortmund gescheitert, war vorher bei Ajax Amsterdam erfolgreich und nun auch bei Leverkusen. Lucien Favre hatte einen der besten Punkteschnitte beim BVB und wurde trotzdem entlassen. Das ist irgendwie schon komisch. Sogar Jürgen Klopp, einer der mittlerweile erfolgreichsten Trainer der Welt, war damals am Ende beim BVB nicht mehr gut und wäre sogar fast abgestiegen. Und weil mich diese Frage nun wirklich schon länger beschäftigt, habe ich mir gedacht, jetzt befrage ich dazu mal einen richtigen Experten. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Andreas Clement bereit ist, zu diesem Thema etwas zu erzählen. Andreas Clement ist Experte für Mitarbeiterführung und Mitarbeiterführung mit Erfolgsfaktoren aus dem Sport. Ich selber will gar nicht zu viel erzählen, denn ich bin sicher, wenn Herr Clement das selber erzählt, ist es deutlich interessanter als das, was ich erzähle. Deswegen geht's direkt los. Hallo Linus, vielen lieben Dank für deine Einladung. Ja, und dann noch zu einem der besten, wenn nicht sogar dem besten YouTube-Kanal rund um das Thema Fußball überhaupt. Das ist mir eine große Freude. Ja, Wochenende ist vorbei. Müde wirkende Bayern verlieren gegen Frankfurt und Dortmund gewinnt das Revierderby gegen Schalke. Ja, und da stellst du mir so eine Frage, die ja zugegeben spannend und interessant ist. Warum der FC Bayern gefühlt immer so erfolgreiche Trainer hat, die Chemie scheinbar stimmt und bei Borussia Dortmund die Trainer verschlissen werden? Ich glaube, die wahrscheinlich einfachste Antwort ist, die Bayern haben einfach mehr Geld und kaufen alle Top-Leute weg. Ja, ich fand das schon immer, aber ich finde, das ist sehr, sehr kurz gedacht. Ich kenne jetzt natürlich auch nicht das Anforderungsprofil an die Trainer vom BVB oder vom FC Bayern, aber Unterschiede sind da schon sehr zu erkennen. Ich glaube, grundsätzlich liegt es an der Ausrichtung beider Vereine. Der BVB gehört zwar zu den besten Vereinen der Bundesliga, aber ihre Strategie ist immer so auf Langfristigkeit ausgelegt und auf Entwicklung. Also irgendwann mal deutscher Meister werden, eine junge Mannschaft zu irgendetwas entwickeln wollen und irgendwann einmal etwas gewinnen wollen. Und ich glaube, auf diese Anforderung, Entwicklung, da findet wohl auch immer diese Trainerauswahl statt. Favre war so ein Trainer. Und im Übrigen ist er auch der erfolgreichste BVB-Trainer überhaupt, mal gemessen an dem Punkteschnitt. Ja, ich sag mal, mit seiner sachlichen Art passte er vermutlich genauso wenig zum emotional aufgeladenen BVB wie Thomas Tuchel damals. Allerdings muss man auch sagen, dass sich diese Charaktere nicht erst in Dortmund gebildet haben. Peter Bosch zum Beispiel war ein Trainer, der auch eine gute Spielphilosophie implementieren wollte und zunächst auch mit Erfolg. Aus meiner Sicht ist Bosch allerdings erst gescheitert an dem damals viel zu großen Kader und ja hinterher an internen Streitereien um diese Themen Aubameyang und Dembélé. Tuchel ist so ein Erfolgstrainer gewesen, genauso wie Jürgen Klopp. Und ich habe immer so das Gefühl, am Letzteren, am Klopp werden irgendwie auch alle gemessen. Der Schatten von Jürgen Klopp scheint immer noch sehr, sehr lang zu sein. Und bei all den Trainern, ja, wusste man sogar ziemlich genau, was man bekommt, wenn man sich im Vorfeld intensiv mit Favre, Tuchel oder auch Bosch oder Stöger beschäftigt hat. Und man wusste ebenso, was man vermutlich nicht bekommen wird. Ich glaube, der BVB scheint bei der Trainersuche kein ganz so feines Gespür zu haben wie bei der Entdeckung großer Fußballtalente. Man sieht es auch jetzt aktuell an der Trainerauswahl. Mit Marco Rose hat man sich wieder für ja, so einen Entwicklungstrainer entschieden. Ich glaube, es bleibt da abzuwarten, welches Saisonziel in der kommenden Serie da kommuniziert wird. Aber kommen wir doch zum Branchenprimus, dem Stern des Südens. Und nein, ich bin kein erklärter FC Bayern-Fan, aber, und jetzt kommt ein großes Aber, die Strategie des FC Bayern ist auf kurzfristigen Erfolg ausgelegt und auf Entwicklung. Ich glaube, der Branchenprimus kommuniziert Jahr für Jahr, dass deutsche Meisterschaft mal eben gesetzt ist. Im DFB-Pokalfinale zu erscheinen, ist nahezu Pflicht. Ja, und Champions League, Halbfinale, Finale ist sowieso immer das Ziel.
Um Saison für Saison diese Erfolgsgarantie zu sichern, dafür brauchen die Bayern auch ein Anforderungsprofil von Trainern. Ja, ich sage mal, der allein schon durch seinen Namen oder Charisma oder Spielidee diese Garantie mitbringt. Ich glaube im Übrigen auch, dass die Spieler das alleine dadurch schon verinnerlicht haben, diesen Erfolgshunger. Ja, daher stellt man sich ja auch immer die Frage aktuell so, was Hansi Flick eigentlich so auszeichnet. Ich sage mal, von außen sympathisch, gefühlt von den Spielern ebenfalls gemocht und immerhin ist er auch nicht unerfahren und aus Bayern stammend und als ehemaliger Spieler auch mit dem Mir-ist-ein-Mir-Gedanken und Stallgeruch ausgestattet. Irgendwie erinnert er in seiner Komplettheit am ehesten auch an Jupp Heynckes, der ja auch nicht gerade unerfolgreich war. In der Nationalmannschaft hatte Flick ja mit einem Teil der FC Bayern-Mannschaft ja bereits auch zu tun und war auch noch erfolgreich. Zudem kommt es, dass er durch seine, ja, ich sag mal, Nationalmannschaftstätigkeit mit Topspielern auf höchstem Niveau gearbeitet hat und somit auch ganz genau weiß, wie er mit Top-Performern umgehen muss. Und das ist beim Bayern München natürlich auch Gesetz. Guter Beweis für mich ist auch, warum Thomas Müller und Jerome Boateng gerade ein ganz anderes Bild in der Liga darstellen als auch zu Niko Kovac-Zeiten. Der FC Bayern schafft es auch immer wieder, wie ich finde, kein zweiter Verein in Deutschland, ja wenn nicht sogar weltweit, ehemalige verdiente Spieler an den Verein zu binden. Rummenigge, Beckenbauer, Hoeneß, Salihamidzic, früher Gerd Müller und Sepp Maier, ich glaube, die Liste scheint irgendwie unendlich. Nicht umsonst haben sie diesen Unternehmenswert Familie fest verankert. Beim BVB ist es nicht so ersichtlich, finde ich. Und dabei ist es gerade der BVB, der aus seiner Vergangenheit ja schon Werte wie Echtheit und Bindungskraft propagiert. Ein Trainer muss nicht nur zur Mannschaft und umgekehrt passen, sondern auch zum Verein. Und ich glaube, über dieses Anforderungsprofil von Trainern müssen sich alle Vereine Gedanken machen, weil ganz unabhängig davon, ob es Bayern München oder Borussia Dortmund ist. Insofern glaube ich, wenn die Frage ist, warum sind die einen erfolgreicher als die anderen, dann hat das was damit zu tun, dass man sich sehr genau Gedanken macht, wer zu wem passt und ob die grundsätzliche Idee auch zur Ausrichtung des Vereins passt. Insofern hoffe ich, dass ich deine Frage ja gut analysieren konnte und ja ein Stück weit gut beantworten konnte. Danke dir. Zunächst erstmal vielen herzlichen Dank für diese interessanten Einsichten der Sicht eines Experten, der für die Mitarbeiterführung. Ich persönlich glaube, dass das Erfolgsgeheimnis ist, dass es zwischen dem Verein und dem Trainer passen muss. Und das Ganze soll nicht nur menschlich und fachlich passen, sondern auch die Erwartungen müssen übereinstimmen. Und ich glaube auch im Sport gehört immer ein bisschen Glück dazu, so auch hier. Der Unterschied zwischen Tor und Pfosten oder Abseits und keinem Abseits ist ja manchmal nur Millimeter. Und solche Millimeter können ja auch schon einmal zu einer Trainerentlassung führen. Das war's von mir, Andreas Klemann. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier dieses Video für mich und meine Zuschauer aufgenommen haben. Das war's von mir. Wenn es dir gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar mit eurer Meinung zu dem Thema. Lasst einen Daumen nach oben da und ciao.